Hallo und einen wunderschönen guten Abend alle zusammen. Es ist endlich soweit und wir starten gleich mit unserem heutigen IFA Fun Workout 2021. Ich hoffe, ihr seid Minimum genauso motiviert und voller Enthusiasmus wie wir auch. Wer wir sind, dazu kommen wir gleich. Ein paar Informationen vorab. Erst einmal cool, dass ihr da seid, cool, dass du da bist, denn du bist heute ganz persönlich vor deinem Screen oder von wo auch immer du dich jetzt hier reinschaltest. Wir begrüßen dich, euch hier aus Mannheim, aus dem Mannheimer Pfitzenmeier Airport. Übrigens das Studio, was gerade aktuell zum besten Studio Deutschlands gekürt wurde. Da sind wir ganz stolz, hier in diesem Raum stehen zu dürfen. Und wir sind hier auch bestens seitens des IFA-Teams versorgt. An der Stelle schon mal ein ganz großes Dankeschön. Bevor ich jetzt gleich zur Vorstellung der einzelnen Referenten heute Abend komme, wir steigern jetzt allmählich die Spannung. Eine Nachricht vorab für alle Dancit-Fans. Ich soll euch ganz lieb grüßen von Christian Polans. Er hatte eine lange Anreise und hatte leider auf dem Weg hierher eine ziemlich massive Autopanne. Daher ist er leider heute nicht hier. Er lässt euch aber grüßen. Er ist munter, er ist wohlauf, nur konnte er nicht mehr weiterfahren. Und wir werden das Ganze für ihn covern. Und an alle Dancit-Fans, wir versuchen das Bestmögliche, um euch trotzdem mit Tanz und Spaß und guter Laune abzuholen. Und wir werden auch inhaltlich einen Teil im Bereich Dance covern. Okay? Wir werden also mit drei Referenten hier am Start sein. Und diese drei Referenten, ich bin ja schon da, möchte ich euch jetzt vorstellen. Erst einmal zu meiner Rechten, Matthias Naujoks, einen großen Applaus für dich. Man kann ihn heute kaum übersehen in seinem gelben Oberteil. Er wird heute für den Bereich Dance Aerobic zur Verfügung stehen. Das ist auch einer seiner Schwerpunkte in den Ausbildungen der IFA. Und dann haben wir noch einen ganz anderen Bereich, nämlich aus der Richtung Bodega Yoga. Und wir haben Max Kehrt mit am Start. Juhu! Auch IFA gebrandet heute. Und Max wird heute den Abschluss schaffen mit einer eher ruhigeren Einheit. Ich glaube aber trotzdem für alle Nicht-Yoga-Aktiven oder Yoga-Affinen, Bodega-Affinen, das wird trotzdem anstrengend. Ja, und dann bin ich noch mit dabei. Ich bin heute Morgen war Matthias der Hahn im Korb, jetzt bin ich die Henne im Korb. Mein Name ist Franziska Piel und ich bin Referentin für die Bereiche Personal Training, Functional Training und Power Dumbbell, womit wir dann auch gleich starten. Kurz zum IFA Fun Workout selbst. Wir werden, wie ihr seht, gleich mit verschiedenem Equipment starten, vor allem für Power Dumbbell. Das heißt, wenn ihr Gewichte zu Hause habt, wenn ihr eine Langhantel sogar zu Hause habt oder Kurzhanteln, nehmt sie dazu. Nichtsdestotrotz, alles, was wir hier tun, geht auch mit dem eigenen Körpergewicht. Das heißt, die Übungen, die ich gleich mit euch machen werde, könnt ihr euch auch komplett ohne Stange vorstellen. Okay? Ihr könnt also mitmachen und habt keine Entschuldigung, warum ihr die ein oder andere Übung vielleicht aussetzen müsst. Was gibt es noch zu sagen? Das IFA Fun Workout ist eingegliedert im Rahmen des zweitägigen Orange IFA Days, der heute und morgen stattfindet. Und das Besondere daran ist, es gibt unglaublich viele Aktionen und vor allem Rabatte für euch. Ihr könnt also einkaufen, geht auf die IFA-Seite, dort findet ihr unter www.ifa.de/orange-IFA-Day alle Informationen, was ihr gewinnen könnt, was ihr einkaufen könnt und das alles bis zu 40% vergünstigt. Dann gibt es noch ein Gewinnspiel und da müsst ihr gleich zur Tat schreiten, denn während wir gleich richtig schwitzen, dürft ihr von euch selbst ein Foto machen oder einen kleinen Videoclip, den mit dem Hashtag IFA Fun Workout 2021 auf Instagram oder Facebook verlinken und dann richtig, richtig tolle Preise absahnen. So, und bevor wir jetzt gleich loslegen, möchte ich noch zu guter Letzt, Highlight immer am Ende, einen unserer größten Partner dieser IFA-Tage vorstellen und das ist Polar. Wie ihr seht, haben wir auch ein kleines Tool, aber dazu sagt euch Anja von Polar ein bisschen mehr. Stellt ihr euch schon mal in Position, denn gleich geht's los. Anja, hallo. Hallo, ja, und vielen Dank. Auch ein herzliches Willkommen von den Herzbeauftragten, sage ich mal. Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir wieder dabei sein dürfen, diesmal beim dritten IFA Fun Workout 2021. Wiederum muss ich sagen, weil es einfach so schön war die letzten Male, haben wir die Presenter mit unseren Sensoren ausgestattet und wiederum werden wir die Herzfrequenzen anschauen und schauen, genau, wie intensiv sind denn diese Workouts, ja? Wie strengt ihr euch denn an? Und vielleicht für euch ein bisschen eine Einschätzung, wie könnt ihr denn die Leute vor dem, eure Teilnehmer vor den Bildschirm motivieren? Wir freuen uns auf jeden Fall dabei zu sein und euch an den Bildschirm.
Bildschirm. Ganz viel Spaß, gebt Gas. Viel Spaß. Danke, Anja. Ich fühle mich auch gerade gar nicht unter Druck gesetzt, wenn ungefähr 100, 200, 300 Menschen meine Herzfrequenz sehen, wenn ich gleich hier bei Power Dumbbell richtig schwitzen werde. Keine Sorge, ich werde informieren. Ich sehe die Herzfrequenzen aus der Ferne und wenn es interessante News gibt, schmeiße ich die direkt in die Übung. Das macht es noch viel spannender, dass ihr uns beobachten könnt und eine kleine Motivation. Wenn ihr eine Pulsuhr zu Hause habt, dann legt sie an und vielleicht können wir uns so intern ein bisschen betteln. Okay, das ist alles, was zum Anfang gesagt werden muss. Alles Weitere kommt. Lasst uns interaktiv hier arbeiten. Ihr könnt jederzeit den Chat nutzen, um uns Kommentare zu hinterlassen, Fragen zu stellen. Das gesamte IFA-Team im Hintergrund steht euch Rede und Antwort. Wir auch, wenn wir noch können. Und an der Stelle, lasst uns starten. Mit oder ohne Equipment begeben wir uns hinter unser Langhantel, hinter unser Step. Wir natürlich in perfekter IFA-Ausstattung und ich sorge für ein schönes, langes, intensives Warm-up. Lieber DJ, wir nutzen heute die Musik von Wow Music und ich würde sagen, wir starten einmal ganz gemütlich, sodass ihr jetzt endlich ins Tun kommt. So, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Power Dumbbell Hit. Mehr zum Konzept gleich. Wir stehen vor unserem Step oder im freien Raum, lassen die Arme hängen. Ready, steady, go. Wir kreisen die Schultern zurück. Gefühlt ist meine Herzfrequenz jetzt schon ganz oben. 79 ist noch ganz entspannt. 79, ach, ganz entspannt. Gut. Wir ziehen den Bauchnabel ein. Doppeltes Tempo, Shoulder Rolls. So, das Schöne heute an diesem Tag, an diesem IFA Fun Workout ist, wir haben keine Ahnung, was unsere Kollegen mit uns machen. Wir ziehen die Schultern nach hinten, nach vorne. Heißt zum Beispiel, Max macht heute das erste Mal in seinem Leben Aerobic. Ich bin total gespannt. Er ist der Erste über 100. Genauso mache ich heute das erste Mal Bodega. Wir haben keine Ahnung, wir haben uns vorher nicht abgesprochen und das macht das Ganze so lustig. Wir sind also genauso wie ihr, hochmotiviert, Hände auf den Oberschenkel, wir rollen den Rücken auf und ab. Runder Rücken nach oben. Ich mache das einmal seitlich vor. Gerader Rücken tief. Rund. Gerade. Rund. Gerade. Doppeltes Tempo. Auf. Ab. Die erste kleine koordinative Herausforderung. Vier. Drei noch. Nach dem letzten rollen wir ganz nach oben auf. Bend to extend. Down. Down. Up. And reach. Halte deinen Rücken gerade. Wir bereiten uns vor für die ganzen Vorbeugen und Kreuzheben später. Nächstes Mal auf dem Weg nach unten. Greife dir, wenn du hast, dein Gewicht. Trockene Übung, Clean and Press. Zieh die Stange ganz eng am Körper. Runter und hoch. Der Rücken ist gerade. Beuge dich nur aus der Hüfte. Streck die Arme weit über den Kopf. Wenn du kein Equipment hast, mach das einfach ohne Stange. Du wirst sehen, es geht genauso gut. Letztes Mal. Lege nun deine Stange wieder ab. Bleibe in der Bewegung. Knie, reach, Knie, tief. Zwei mehr. Gut, es ist Zeit, dass wir uns aufrichten. Komm in den Stand. Rotiere von rechts nach links. Öffne ein bisschen deine Füße. Dreh deine Hüfte und Fersen mit ein. Schau zu deinem Nachbarn rüber, wenn du einen hast. Vielleicht trainiert auch ihr nicht ganz alleine. Jetzt ist noch Zeit zu lächeln. Ich frage euch dann gleich, ob ihr warm werdet, okay? Wir gehen noch ein bisschen weiter. Spreizen die Finger. Lassen die Füße am Platz stehen. Brustkorb gehoben. Füße ein bisschen weiter auseinander. Wir wollen doch warm werden. Vier, drei. Frontal zur Kamera. Wir kommen von Seite zu Seite. Hände auf den Oberschenkel. Jeweils ein Bein gestreckt, eins gebeugt. Gut. Kleiner Stretch, kleine Mobi für die Adduktoren. Level 2. Wir kommen zur gegenüberliegenden Fußinnenkante. Sehr gut.
ihr mehr? Level 3, wir strecken den oberen Arm aus, rotieren den Oberkörper Richtung Decke. Auch hier noch 4, 3. Ein Level habe ich noch für euch. Hände auf ein Step oder an alle Freestyler auf den Boden. Woohoo. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Beuge dein rechtes Bein. Dreh dich 90 Grad. Freie Hand, Hüfte oder Boden. Streck dein vorderes Bein und winkel es wieder an. Das Warm-up bei Power Dumbbell ist standardisiert. Wir haben hier immer das Gleiche. Noch 3. Noch 2. Dreh dich langsam in die Mitte zurück. Bring deine Füße zusammen. Roll dich nach oben auf. Schau mal, rechter Fuß. Zurück, rück, Knee Lift. Core Control and Balance. Good. Power Dumbbell ist das ultimative Langhantelkonzept für den Group Fitness Bereich. Wir beginnen ab Bend to Extend. Schau mal, down, down, up and reach. Super. So, zweite Runde des Warm-Ups. Ein bisschen dynamischer, ein bisschen schneller. Nächstes Mal greifen wir schon die Stange. Clean, Overhead Press. Clean, Deadlift, Clean, Overhead Press. Halte deinen Rücken gerade. Core Control, zieh den Bauchnabel nach innen. 4 mehr. Good. 3 noch. Noch 2. Ich hoffe, meine Jungs machen sich hier gut. Wir legen die Stange ab. Meine Bodyguards. Mach ohne Stange weiter. Good. 4 mehr. 3 noch. 2 noch. Richte dich das nächste Mal auf. Komm in die Rotation. Links, rechts. Good. Was erwartet euch? Wenn wir das Warm-up abgeschlossen haben, beladen wir unser Set mit ganz viel Gewicht. Alternativ eigenes Körpergewicht. Oder wir kombinieren. Wir kombinieren eine Kraftübung. Und wenn wir eigentlich schon richtig fertig sind, dann kommt die eigentliche Hit-Übung. Und das ziehen wir ohne Pause durch. Größere Bewegungen, Finger spreizen. Belasten werden wir in der Kraftübung. 45 Sekunden, aktive Pause, Hit, 30 Sekunden. 4, 3, frontal zur Kamera, side to side. Hände auf den Oberschenkeln. Whoop, whoop, whoop. Good. Wir kommen wieder in Level 2, Hand zur gegenüberliegenden Fußinnenkante. Ich hoffe, ihr seid jetzt schon ein bisschen mobiler. Euch wird wärmer. Draußen sind ja auch nette Temperaturen. Freie Hand rotiert nach oben. Okay, letztes Level. Hände zum Boden oder zum Step. Blick zu mir. Wir können noch einmal die Mundwinkel nach oben ziehen. Yes. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock wie wir. Wir halten das linke Bein gebeugt, drehen uns 90 Grad, freie Hand an die Hüfte oder Boden, strecken, beugen. Schaut mal, der Rücken wird nach oben rund, hier unten gerade. Hamstring Stretch, Hip Flexor Stretch. Gut. Gib mir noch 2 Stück. Jetzt wieder in die Mitte, Füße zusammen. Balance, Lunge back. Linkes Bein, hoch. Links und hoch. Good. Hop. Balance, Knie über die Hüfte. Gib mir noch 4 mehr. Sehr schön. Noch 3. So, die Frage wäre jetzt, und bitte um Antwort in den Chat, wer gerade Hände frei hat. Seid ihr warm? Habt ihr Lust? Okay, wir schütteln den Körper aus. Jetzt habt ihr Zeit zu tippen, denn wir kommen auf ein Knie tief. Kajutenstand, Hände an die Stange,
Wenn ihr kein Equipment habt, dann habt ihr Zeit, was zu trinken. Wir beladen. Meine Empfehlung, maximales Gewicht für die Beine für 12 Wiederholungen. Wir arbeiten im Hypertrophiebereich, teilweise Kraftausdauer. Wer mit mir mithalten möchte, als kleine Challenge, ich belade mit knapp 20 Kilo. Eine 5er Scheibe pro Seite, eine 2,5 Seite Scheibe pro Seite. Habt ihr euer Equipment soweit ready? Zurück auf eure Erhöhung und wir kommen in den Start. Noch einmal tief durchatmen. Wir testen mal unser Training an. Sobald ihr soweit seid, greifen wir die Stange, richten uns auf. Gerader Rücken, jetzt schon beim Aufsetzen, höchste Technik. Wir legen um, hopp, Stange über den Kopf, in die Nackenmuskulatur. Nicht in den Nacken, sondern in die Nackenmuskulatur, auf die Schulter. Sucht euch euren komfortablen Squat-Stand. Okay, wir beginnen mit Squats. Drei tief, einer hoch. Here we go. Drei, zwei, eins und hoch. Komm nach unten. Schieb dich hoch. Drück dich über die Ferse nach oben. Gewicht möglichst weit nach hinten. Für die perfekte Technik, zieh deine Ellbogen weiter nach vorne unter die Stange. Halte deinen Rücken aufrecht. Ganz bewusst gehen wir langsam hier in die Exzentrik, schnell in die Konzentrik. Vier mehr. Gut. Die erste Runde ist immer leicht, aber jetzt kommt's gleich. Jetzt kommt gleich der Unterschied. Letztes Mal. Achtung. Wir setzen die Stange schnell um. Auf das Step. Treten ein Stück weg. Level 1. Jumping Jacks ohne Arme. Level 2. Jumping Jacks auf Schulterhöhe. Was wir eigentlich sehen wollen. Level 3. Whoop. Wir berühren oben und unten. Landen sicher, landen sanft. Lasst uns diese erste Runde einfach mal testen. Noch 8. 7. Freut sich die Herzfrequenz. Noch 6. Wuhu, die Farben leuchten hier auf in unserem Screen. Okay, stopp. Schüttel dich aus. Nimm die Stange wieder auf. Setze um. Here we go. Hoch auf die Schultermuskulatur. Suche dir deinen Squat Jump. Langsam nach unten. 3, 2, 1 und hoch. So, jetzt haben wir einen kleinen Test gehabt, wie es funktioniert. Das darf anstrengend sein. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube, dass das die härteste Session von heute ist. Gut. Druck auf die Fersen. Bauchnabel einziehen. Schieß explosiv nach oben. Ellbogen nach vorne. Wir haben 4 mehr. Gut. Dein nächster Wechsel kommt ein bisschen schneller als vorher, ja? 2 mehr. Letztes Mal. Komm tief, komm hoch. Setz um. Hoch, mit geradem Rücken ablegen, steige vom Step weg, fang mit deinem Level an. Warte nicht auf alle anderen. Ja, jetzt kriegt die Herzfrequenz aber nochmal einen kleinen Push bei den Jumping Jacks. Ihr seht es gerade live und in Farbe. 72% kann gar nicht sein. Die letzten 8, 7, 6, 5, Achtung, 4. 3 noch, 2 noch, schüttel deinen Körper kurz aus. Mach dich bereit für Satz Nummer 3. Yes. Setze auf, setze um, steige zurück, atme tief ein, tiefer als zuvor. As we say, ass to ground. Here we go. Down, down, up. Knie drücken etwas auseinander. Woo. Atme aus beim nach oben gehen. Öffne deine Knie. Handgelenke sind gerade. Gut. Ah, die Mundwinkel ziehen auch noch mit nach oben.
Wir haben die Pflicht erfüllt. Jetzt folgt die Kür. Vier mehr. Drei noch. Die letzten zwei. Wir sind noch nicht mit den Beinen fertig. Wir setzen um. Mit Schwung nach oben. Clean. Deadlift. Ready. Go. Hopp. Erste Runde haben wir. Erstes Fundamental Move. Squat ist abgehakt. Wir kommen zu den Lunges. Yes. Hopp. Gut. Lande sanft auf deinen Füßen. Das war nur der Anfang. Wir haben noch ein paar Sekunden hier. Die letzten vier, drei, zwei. Halte inne. Schnapp dir deine Stange wieder in dieselbe Position. Umsetzen. Neue Position. Rechter Fuß auf Step. Linker Fuß nach hinten. Wir kommen. Zwei tief, zwei hoch. Here we go. Down, down. Schau mal auf. Hoch. Tap nur an dein Step ran. Oder du machst das auf dem Boden ohne Equipment. Hoch, tap. Rück, down, hoch, tap. Die Belastung bleibt auf deinem rechten Fuß. Yes. Lass deinen vorderen Oberschenkel brennen. Woohoo. Tap, step, back. Hoch and tap. Wie viel haben wir? Genug, ha? Nein, noch drei mehr. Hoch, tap. Down, down. Hoch and tap. Yes. So, ready? Runter vom Step. Setz deine Stange wieder zurück. Komm tief. Aus der Belastung raus. Wenn du einen Step hast, einen Fuß drauf. Wir wechseln im Sprung. Wenn du keinen Step hast, schau mal. Geh von einem Step runter und komm in die Scissor Jumps. Hintere Ferse drückt tief. Ah, die machen gut Spaß nach den Lunges. Wuhu! Wir kommen in die letzten acht. Oh, so langsam fange ich auch an zu schwitzen. Wer ist denn da rot? Halleluja. 3, 2, 1. Schnapp dein Equipment. Runde 2. Komm hoch. Setz um. Bring dein linkes Bein auf dein Step. Rechts zurück. Komm, komm. Down, down, up, tap. Nimm die ersten Beine als kleinen Test. Ah, here we go. Woohoo! Matthias wird auch schon rot. Rot im Bereich yes. Der Trainingsherzfrequenz. Rot in der Herzfrequenz. Immer rot ist beim Training. Komm zurück. Setz hoch und tap. Step back. Hoch und tap. Jawohl. Komm, wir geben uns alle zusammen noch drei mehr. Drei rück. Schön dabei noch bleiben. Noch zwei. Ihr macht weiter. Letztes Mal. Wir lösen. Setzen um. Ready for the Step Taps. Go. Auf dem Step oder auf dem Boden. Ich halte hier nur ein bisschen mein Mikrogurt fest. Nimm ansonsten deine Arme mit, so wie Matthias auch. So. Ich habe auch ein Mikro. Gut. Aber wir können immer noch dabei reden. Alles cool, ja? Die letzten 8, 7, 6, woohoo, fühlt sich gut an, 4 mehr, ich freue mich, wenn ihr bei mir in der Ausbildung seid, 2 noch und wir lösen, Runde Nummer 2, Stange in die Hand, wir kommen nach oben, hopp, rechter Fuß auf Step, linker Fuß zurück, Hüfte nach vorne, down, down. Zwei tief, hoch, tap. Wuhu! Belastung voll auf dem rechten Bein. Yes! Gut! Wir haben nur noch 7.
Hinteres Knie bewegt sich wirklich zum Boden. Oberkörper aufrecht. Komm, das ist die letzte Runde der Lunges. Links und rechts. Habt ihr mitgezählt? Noch drei. Noch zwei. Der schönste, oh mein Gott. Ha, der Oberschenkel brennt runter vom Step. Deload. Rücken gerade. Komm in die Step-Taps. Führe deine Arme mit. Ein Blick auf die Pulse lohnt sich. Trotz der Kraftübung sollte der Puls jetzt oben sein. Er geht jetzt idealerweise auf etwa 85% oder ein bisschen höher. Das ist die ideale Pulse. 87 für mich, 95% für Max. Yes. 100% für euch. 4, 3, 2 und wir lösen. Gut. Letzte Runde. Linkes Bein. Hopp. Auf die Schultern. Linker Fuß oben, rechter Fuß unten. Go. Down, down, up, tap. Zieh die Ellbogen nach vorne. Es wird ultra hart jetzt. Woo. Das Schöne ist, danach wird es nur noch lustig. Sobald ich mich hier verabschiede, wird es lustig. Dann kommt nämlich Matthias und das macht richtig Spaß. Gut. Belaste noch ein wenig deinen Oberschenkel. Wir können noch. Die Pflicht ist gleich erfüllt. Kommen wir zur Kür. 4 mehr. Eigentlich nur noch 3. 2 noch. Letztes Mal. Schüttel deine Beine aus. Leg deine Stange ab. Super für die Lunges. Gerader Rücken. Noch einmal in die Taps. Na Jungs, alles gut? Ich mach die Touches und dann die Taps. So, ihr Lieben, auf der anderen Seite hier. 30 Sekunden sind wir in dieser Cardio-Übung. Sehr gut. Acht mehr. 7. 6. 5. 4 mehr. 3 noch. 2 noch. Und ihr habt Zeit für ein paar Sekunden durchzuschnaufen. Gut. Wenn ihr kein Equipment habt, dann ist das der Zeitpunkt, wo ihr sagt, hey, könnt ihr nicht weitermachen? Es lohnt sich, das einmal mit Langhantel und mit viel Gewicht auszuprobieren. Ja, ich bin dann jetzt hier alleine. Ich glaube, meine Jungs sind was trinken. Aber ich brauche euch alle wieder. Wir sind wieder da. Am Start. Sehr schön. Ich habe noch eine Runde für euch. Eine Runde Workout ziehen wir noch durch. 3 Sätze. Clean and Press, okay? Gerade Rücken tief. Das, was wir im Warm-up schon geübt haben. Wir fangen mit einem Dip von unten an. Schaut mal, wir gehen. Clean, Press, Down, Deadlift. Clean, Press, Down, Deadlift. Das geht jetzt richtig in die Vollen. Hopp. Vor allem, wenn man das Beingewicht nimmt. Go, go. I love it. Hopp. Arbeite aus der Kraft des unteren Rückens. Mit einem Hüftschwung nach vorne. Halte den Rücken unter Spannung. Yes, 4 noch. Yes, let's do it. Freut euch auf die Cardio-Übung. Woohoo. Könnt ihr raten, was es wird? Wir legen ab. Runter, Stange ein bisschen weiter nach vorne. Hände auf Step oder auf den Boden. Schaut mal, wir springen. Zurück, vor, hoch. Down, zurück, vor, hoch. Yes. Kleine Burpees in einer Modifikation. Wir haben ja noch ein bisschen Raum, ein bisschen Luft für die weiteren 2 Runden. Wir machen noch 4. Noch 3. Ihr müsst noch nicht mal im Takt der Musik sein. Letztes Mal. Zeit wieder anzufangen.
Achtung, keine Pause. Ready, go. Down. Hopp. Gerade rück. Hol die Kraft aus deinem Rumpf. Wunderbar. Die ersten vier. Leg die Stange immer wieder auf deinen Schultern ab. Du hast die Pflicht erfüllt. Kühe. Ach, die Kühe kommt noch. Ups. Zwei mehr. Letztes Mal. Und wir lösen. Achtung, wenn du möchtest, aus dem Tempo raus. Back, hoch, jump. Whoop. Spring so weit es geht nach oben. Sei wirklich hier in der Liegestützposition. Streck dich im Sprung. Gut. Bei Matthias sieht man schön, der Rücken ist die ganze Zeit gestreckt. Er arbeitet aus der Hocke von unten nach oben. Vorbildlich. Ach, danke schön. Go, Max. Die letzten zwei. Letztes Mal. Okay. Wir gehen in die dritte und letzte Runde. Nehmen die Stange auf. Ah, herrlich. Drei, zwei, eins. Dip von unten. Hoch. Hopp. Immer noch mit Spannung. Komm, Po-Backen zusammenkneifen. Auch wenn ihr euch gerade unsere Herzfrequenz anschaut. Clean and press. Gut. In dieser Zeit haben wir schon ein paar Wiederholungen gemacht. Vier verbleiben. Noch drei. Noch zwei. Ein allerletztes Mal. Kommt. Ab in die Burpees. Wenn du möchtest, komm tief und hoch aus dem Rhythmus raus. Mache deinen Sprung so hoch, wie du kannst. Okay? Egal, was mein Mikrogurt macht, ich bleibe bei euch. Ich denke, wir schwitzen alle. Genießt die letzten Sekunden mit mir. Ich fahr mit. Gleich habt ihr es geschafft. Die letzten vier. Drei noch. Zwei noch. Und wir lösen. Wenn ihr euch jetzt so fühlt, so, dann habt ihr alles richtig gemacht. Nice. Wow. Erste Runde gut gekämpft. Es ist Zeit, wenn ihr wieder atmen könnt, was zu trinken. Hervorragend. Und jetzt, wo der Puls noch so hoch ist, und meine Jungs hier das Equipment wegräumen, darf der Klaus einmal zu mir kommen und mal ganz offen, ich share meine Herzfrequenz, euch zeigen, sodass ihr euch ein bisschen vergleichen könnt und mal gucken könnt, was geht da eigentlich so ab. Ihr könnt die Zeit genauso nutzen, um ein bisschen in den Chat reinzuschreiben, Luft zu holen. Yes, schreibt uns, wie es euch geht nach diesem... So, Klaus, komm mal zu mir. Meine Herzfrequenz dürfte noch ordentlich hoch sein. Und das Coole ist, bei einem High-Intensity-Interval-Training brauchen wir Herzfrequenzen von 85-90% etwa. Klaus, habe ich das geschafft? Das hast du geschafft. Ganz, ganz großartig. Und die Erholungskurve ist natürlich auch sensationell, was du da gerade hast. Bist schon im grünen Bereich wieder jetzt. Fettverbrennung, das ist hervorragend. Ihr habt euch ganz schön angestrengt, sah super aus. Wir haben gemessen hier über den Verity Sense am Oberarm und der sendet auf das iPad in diese Club-App rein und da können wir das dann später, auch ganz zum Schluss, werten wir das dann einfach aus. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich fühle mich noch nicht im grünen Bereich, ihr vielleicht auch noch nicht. Deswegen jetzt nochmal einen Schluck trinken und dann dürft ihr euch auf Matthias freuen. Wir werden ein bisschen grooven, ein bisschen locker werden. Und jetzt heißt es wirklich Fun Workout, Spaß gemeinsam haben. Atmet nochmal tief durch. In ein paar Sekunden geht es los. Wenn ich mich hier umschaue, also so ein bisschen behind the scenes, sehe ich, Matthias wechselt schon einmal das Outfit. Das ist immer ein super Zeichen. Ich habe gut mit den Jungs gearbeitet.
Ihr müsst das zu Hause nicht machen. Wenn ihr wirklich alleine zu Hause seid, zieht euch einfach aus. Feiert so mit uns. Und dann wird das. Ich hoffe, ihr habt ordentlich kommentiert und Fotos gemacht, Videoclips aufgenommen. Oh je, das wird noch eine größere Herausforderung bei Power Dumbbell. Vielleicht jetzt beim Aerobic besser. Und dann promotet es. Sendet und postet es auf Facebook und Instagram. Und übrigens, wenn ihr jetzt Bock auf Ausbildung habt, wie zum Beispiel Power Dumbbell oder Bodega, dann denkt dran, dass ihr auch eine Buchung vornehmen könnt mit einer kostenlosen Ratenzahlung. Alle Informationen da wieder auf www.ifa.de. So, und jetzt erwarten wir freudig Matthias. Matthias, bist du soweit? Und dann machen wir ihn Platz. Born ready.